In der letzten Episode. Was ist denn Flammenwerfer? Ja, mach mal dahin. Wie geil ist das denn? Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei XCOM Enemy Within. Wir sind in der Folge 29 und ich würde mal sagen, unsere Soldaten werden besser. Allerdings nicht auf dem Feld, sondern eher unter Tage sozusagen. Ja, wir haben schon 3 genetisch manipulierte und einen Mech-Kämpfer. Wunderschön. Ja, wunderschön. Kann man nicht anders sagen. Ja, also ein paar aufgerüstet, das werden wir natürlich noch weitermachen. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht, weil wir haben nicht wirklich viel Kohle. Der Ratsbericht ist auch noch eine knappe Woche weg und wir haben die verdeckte Operation um die Ecke. Mal gucken, ob wir bis dahin kommen oder ob was vorher kommt, was interessant ist. 15 Credits, eine Legierung, eine Illyrium zurück für verbesserte Servomotoren. Was war denn das? Ich hab's schon wieder vergessen. Wo war's? Medikit, Servomotoren. Nach einer Gründung, wir mit der Mobilität verbessern. Okay, das heißt, die können wahrscheinlich weiter laufen. Ja, dann gibt es hier noch die geformte Rüstung. Das ist dann halt wahrscheinlich einfach eine verbesserte Rüstung, denke ich mal insgesamt. Ja, verbesserter Pulsbogen, das müssen wir alles noch machen. Verbesserte Pistole, das ist halt auch so Dinge. Also, ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir haben aber zu wenig Geld dafür. Auch wenn wir jetzt ein bisschen was zurückbekommen haben. Aber jetzt steht auch erstmal die verdeckte Operation an. Da ist sie. Nein, wir fangen kein Außenwelter-Alien, sondern wir holen unseren Spion natürlich wieder ab. Hervorragend. Ja, okay. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ja. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir vielleicht nicht die Kernels mitnehmen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht. Ich guck mal ganz kurz rein. Wie ist denn das mit Genmodifikation? Ne, da kann es ja nicht aufsteigen. Die Fähigkeiten sind die normalen menschlichen und die genetischen sind einfach nur on top quasi. Während beim mechanischen, der hat tatsächlich einen eigenen Tree. Also die mechanischen Einheiten haben einen eigenen Tree. Können wir jetzt aber nicht mitnehmen, weil er ist noch krank. Ja. Von daher keine Kernels, also Major wird das Maximum sein. Wir gucken, was dabei rauskommt. Sind wir, ja. Und zwar, die Bandbreite ist sehr, sehr groß, von Major bis Sergeant. Ja, es ist irgendwie, wir haben halt so wahnsinnig viele Unterstützungen, obwohl ja sogar eine Unterstützung der Jim fucking Sterling dann ja auf der Mission ist, haben wir trotzdem noch 4 Unterstützungen, die wir hätten jetzt mitnehmen können, die wir jetzt sozusagen in der Reihenfolge eigentlich dran gewesen wären. Da denken die wahrscheinlich aber, das sind jetzt irgendwie eine spezielle Truppe, dass die alle rot sind. Nee, also ich wollte 2 Schwere, wollte ich ja so oder so mit haben. Dann nehme ich halt 2 Unterstützung mit, statt irgendwas anderes doppelt. Das passt, so viel Stürme haben wir ja auch nicht. Dann ab dafür. Transporter ist eingetroffen. Wir sind auf eine Exortzelle in Indien gestoßen. Exalt hat einen unserer Männer verjagt, der sich in eine ihrer Funkrelais-Stationen gehackt hatte, um neue Informationen zu sammeln. Strike One geht rein und schützt ihn, während er die Daten aus den restlichen Relais-Stationen entschlüsselt. Wir müssen den Mann am Leben halten, wenn wir an die übrigen Daten rankommen wollen. Neues Ziel erhalten. Genau, die Map hat man schon mal, von der anderen Seite. Da haben wir, leider ein paar Soldaten. Ja, das war nicht so gut. Ja, gehört leider auch zum Spiel. Naja, yes. Was jetzt machen wir erstmal unseren Aufstieg hier. Aufstieg und so. Aufschlag. Ja, dass die Stürmerin natürlich ganz hinten ist, ist auch ganz formidabel. Okay. Sie ist ja zum Glück schon Sergeant. Das heißt, sie kann direkt auf Feldposten gehen, weil sie den Schnellschuss hat. Sehr schön. So, dann machen wir erstmal die Aufteilung hier und er geht mit hinterher. Okay. Den müssen wir noch umbenennen. Der heißt Diesel. Und ich kenne keinen Let's Player, der Diesel heißt. Was ja schön. Die gehen auch gleich alle in die Richtung. Ich fasse es nicht. Junge, das ist vielleicht keine so gute Idee. Verdammt. Das war nicht so gut.
Das mache ich dann am geschicktesten. Die haben es eine 100%, aber verursacht halt nur bis zu 3 Schaden. Dann versuchen wir das mit der Deckung. Okay, wir müssen vor. Wir haben jetzt nicht viel Zeit, um da viel zu machen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Und aber wir müssen schon... Ja, 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 mach du mal. Das würde nicht helfen. Ah, da hinten hört was. Ja, das wird dir aber auch nicht helfen, die 76% da. Tschüss. Na, du hast so viel schönen roten Nebel gehabt. Ich mach mich los. Okay, du machst mal Sturm und Schuss. Brauch dich ein bisschen weiter vorne. Sieht nichts, aber Feldposten. Okay. Scharfschütze. Wir müssen hier ein bisschen Boden gut machen. Siehst du was? Siehst leider nichts. Okay. Ja. Die müssen auf jeden Fall jetzt was unternehmen, weil so werden sie da nicht lange sitzen, weil die selber jetzt sehen, jetzt sind wir dran. Mit in, aufs Korn nehmen. Ja, 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 ja. Da haben die alles, nee, ich wollte gerade sagen, haben die da alles weggemäht, aber nee, haben sie nicht. On my way. Okay, Feldposten. Ja, die Sarah Zah ist richtig, richtig gut. Ja, 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 wollte gerade sagen, du stehst da immer noch nicht so super. Ja, oh, da fehlt ihm ein Punkt. Hallo? Ja, das ist super, da kannst du stehen bleiben. Uiuiui. Ja, so wollen wir das aber nicht, wir sind nicht bei Diablo 2. Auf sich sozusagen. 27%. Ja, dann halten wir den mal unten. So. In Bewegung. Ja, sehr schön. 66% ist auch gar nicht mal so schlecht. Ist aber auch nicht. Ja, 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 ja. Das. 84 und 90% kritisch. Schön. So, mein Guter. Du kommst mal hier rüber. Saul. Nix da. Ja, er sieht das halt noch nicht. Also das ist halt. Ah doch, er sieht ihn von hier aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise. Ja. Da ist das Thema schon erledigt. Feldposten. Und, ach stimmt, er hat ja ausgesetzt. Genau. Dann sporte du bald komplett vor. Ja, das war eine super Runde. Wie man gehört hat, ist ja wahnsinnig viel passiert. So, er muss jetzt mal ein bisschen Boden gut machen hier. Wie er die Knarre hält, ist geil. Hey Jim, komm mal runter. Ah, ne, bleib oben. Ja, dann 56 klingt doch noch eine gute Zahl. Da ist die Tür offen. Ja, ja. Begebe mich auf Position. Der hält immer noch die Knarre so. Ja, doch gar nicht. Wir machen den Weg frei. So, 64% zweimal. Einmal reicht mir. Ah, war leider nicht kritisch.
Ja, wir brauchen echt bessere Knarren. So, machen wir Tür auf. 2x77%. Dann machen wir erstmal den fertig. Hoffentlich. Gut. Dann ist nämlich schon mal einer weniger. Er sieht da leider nichts. Und Feldposten hier oben. Ja, kommt der hier hoch. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Ja, toll. Hey. Da habe ich gedacht, nee. Das mache ich nicht. Auf gar keinen Fall gehe ich da hoch. Da ist ja einer. Ach, der kommt jetzt auch hoch. Springt auch gleich wieder runter. Ja, ihr seid super da. Bleibt da einfach stehen. Das ist perfekt. Weil ich habe da ein Geschenk für euch. Ist nur ein kleines, jetzt nicht sehr groß, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Rakete пошла. Oh. 46 ist halt nicht viel. Ich hätte gern. Ja, da ist allerdings recht. Moving. Uiuiui, jetzt bin ich für mich natürlich tot. So, das kann ich auch, das ist gar kein Problem. Du hast nur noch einen Punkt übrig. Okay, er hat ihn immer noch. Na gut. Ja, diese Gewehrsalven sauen ist auch ganz formidabel. Okay. So, da ist aber noch einer. 100 pro. So, dann machst du mal hier den Feldposten, oder? Ja, das bleibt erstmal so. Aber da war doch noch einer, oder nicht? Weil da bin unterwegs. Verstehe ich jetzt nicht. Du Junge, kannst du da mal gucken? Ja, da ist anscheinend Ruhe. Naja gut, dann machen wir das so. Dann kommt er von hier oben mal hierher gespurtet. Yes, sir. Commander, unser Agent ist bei einer Funkrelaisstation in Position. Ich weiß. Wir müssen sie nur aktivieren, um an die Daten zu gelangen. Ich hab dir doch selber hinbewegt. Du bist echt blöd. Komisch, unser Soldat befindet sich jetzt an einer im Funkrelais. Ich habe da jetzt keine Ahnung, wieso. Oder ist auf einmal da? Aha. Okay, jetzt stehen wir natürlich ein bisschen blöd. Okay, kannst du den komplett fertig machen? Danke. War auch der ein Medizinmann. Sehr schön. Ausgezeichnet. Wir haben Teile der Daten entschlüsselt. Sieht aus, als wäre Exols Kommunikation durch das Hacken vorübergehend gestört. Jetzt müssen wir noch die übrigen Relaisstationen finden. Nee, wir müssen erstmal noch den anderen Soldaten finden. Ja, ich weiß, dass der da ist. Die Musik auf einmal ganz dramatisch. Okay. So, sie wird ihm mal hier ein bisschen Deckungsfeuer geben. Ja, sie soll das vielleicht auch machen. Aber von wo? Moving. Ein Stückchen hier rüber. So. Du kannst eigentlich schon mal ein Stückchen weiter. Und, bin dran. Die schweren Kuscheln. 86%, aber wenn das jetzt nicht klappt, dann aber. X-Ray neutralisiert. Sehr schön. Gut. So, jetzt müssen wir ja dahinter irgendwo hin. Das heißt. Ja, komm her. Ja, ich will. Jetzt mal. Ja. Moving out. We'll be right back.
Müssen wir hier hinten ein bisschen dieses Gelände sichern. Wir müssen auch so langsam mal wieder eine Nachladaktion starten. Aha. Bin unterwegs. Los jetzt. Gut. Sehr schön. Kommst du eigentlich hoch? Ja, sie kommt hoch. Gott. Und dann kann er hier vorne mal Ausschau halten. Sehr schön. So. Ihn werde ich mal durchsporten. Geht's. Ja, das bleibt wohl erstmal so. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier ihn. Gehen erstmal hier hin. Okay. Sehr schön. So, er bleibt hier. Sie geht mal hier rüber. Ja. Ja, sie kann eigentlich erstmal da bleiben. Das ist eigentlich ganz okay. Und er eigentlich auch. Ja, passt. Und nachladen. Ja, der Gegner hat überhaupt keinen Zug. Das ist im Prinzip so, als würde man gegen sich selber Schach spielen. Das war's, Commander. Wir haben die letzten Daten entschlüsselt. Jetzt müssen wir nur noch unseren Agenten zum Evakuierungspunkt bringen. Wir haben ein neues Ziel. Was soll ich jetzt machen? Ich habe das noch nie gemacht. Ich denke immer, wir sind hier total auf den Kopf gefallen. Naja. Wir geben ihm ein bisschen Credit. Er will ja noch helfen. So. Und eigentlich die Bücher brennen. So. Auf dem Weg. Mal gespannt. Also es wird ja sicherlich gleich einen Zug der Gegner geben. Heading there now. Dann gucken wir mal, dass wir hier entsprechend ein bisschen vorbereitet sind. Ja, warte mal, du kannst. Ich meine, das Ding rankuscheln. So. Aha. Kommt direkt aus dem Bildschirm. Und noch einer aus dem Bildschirm. Ach nee. Oh, da ist er schon wieder weg. Der andere ist. Der andere ist noch gar nicht gelandet. Ja, geil. Sehr schön. Noch eins höher. Ich will sie. 100%. Ja, machen wir komplett mit 70% kritisch. Das sollte doch direkt. Ja, da fällt er doch hinter die Textur. Das ist unglaublich. Wunderbar. Das hat ja gut geklappt. Komm, bestell mir was zu essen. So. Er spurtet mal direkt. Ja, mach mal. Okay, er bleibt noch hier. Er bleibt noch hier. Sie bleibt noch hier. Hm. Ach Gott. Einmal durchs Feld jagen. Ja, muss ich natürlich jetzt ein bisschen hinterher. Sehr schön. So, okay, Moment. Sie herunter. Nachladen. Und heilen lassen. C'est tout bon. Oh, schön auf dem Rücken. Okay. Dann gehen wir an den verbrannten Tisch. Und er spurtet mal hier. Order's confirmed. Moving out. Der Feind schickt zusätzliche Truppen zu Strike Ones Position, ja, Commander. Schon erwartet. Mhm. Ganz toll habt ihr das gemacht, war ganz toll. 47%. Und jetzt? Uiuiui. Dann halt ihn halt runter, so. Der wird sich freuen. Nehmen wir den anderen.
Seite, Götthoff. Der wird sich freuen. Nur Feldposten. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Rücke auf. Okay. So. Okay, du kannst schon mal nach oben wieder spurten. 10-4. Die Below West. So. Saul. Feldposten. Und ein Stückchen vor und Tür auf. Komm, mach mal Tür auf. Ja, Feldposten. Und er bleibt auch auf Feldposten. Ja, da haben wir's. Ja. Ja, oh, fehlt ihm ein Punkt. Jo, was passiert denn jetzt? 8 Punkte. Boah. Die Explosionen sind nicht mehr so... Waren die nicht mal bei 3 oder ist das nur bei dem LKW? Jetzt 8 Punkte. Achso, wir sind schon dran. Ah, okay. Ja, Klabautermann, mach mal. Ja, 47%. Weißt du, das ist ja nicht... Nein, nicht heilen. Das ist so weit, wollen wir es ja hier nicht kommen lassen. ja, komm, Kunstfreund, darf mal. Na komm. Ja, Moment, du darfst ja noch mal. Ja. Okay. Das geht auch besser. Wie sie sich alle an ihm abarbeiten. Justiere im Visier. Moving. Ja, sie sieht natürlich hier noch nichts. Dann kann sie auch erstmal vorsprinten. So. Posten. Ja, der Diesel, den müssen wir noch umbenennen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich ihn nenne. Aber vielleicht fällt mir noch was ein. Der Spion. Commander, zusätzliche Feindverbände sind im Anrücken. Toll, hey. Was da hinten? Okay. Okay, gut. Dann machen wir erstmal hier. Da ist auf der Seite schon mal Ruhe. Ja, ja, genau, genau, da hast du vollkommen recht. Was понял? Sieht er den von hier aus? Nein. Oh, Magazin ist ziemlich unten. So, dann machen wir hier. Bin unterwegs. Sprinten. Und Sturm und Schuss. Geh in Feuerposition. Ja, mach mal. Wo gehen wir denn am geschicktesten hin? Ja, wo gehen wir denn verstanden, hin? Verstanden, Commander. Wir halt nicht so weit weg. Okay, ja, jetzt ist sie halt wieder auf der anderen Seite. Da muss ich halt ein bisschen als Lockvogel gehen. Ja, ja, natürlich. Das wissen wir doch, dass der da ist. Okay. Position confirmée. Ah, sehr schön. 97%. Na gut, aber nur 3 Punkte. Mein Gott, du siehst ihn doch von hier, oder? Ja, wunderschön. 86%. Reicht das dann insgesamt oder nicht? Ausgezeichnet, Commander. Boah, krass. Unser Agent und die wertvollen neuen Daten sind in Sicherheit. Ja, dann. Gut gemacht, Commander. Es ist immer gut für die Moral, wenn alle wieder zurückkommen. Ja, naja. Also wirklich aufgestiegen ist ja nur einer. Er ist aber Lotent. Panzerbrechende Munition, auf jeden Fall. Ja, da müssen wir ihn auch schon benennen. Er ist jetzt auch schon Lieutenant. Das geht ja so nicht. Ja gut, dass er nicht aufsteigt als Colonel, ist ja klar. Wir haben ja da einen Haufen Waffen gefunden. Exalt-Information. Datenentschlüsselung abgeschlossen. Mögliche Exalt-Standorte werden neu berechnet. Ja, was haben wir jetzt? Im Prinzip nur noch nur noch in Afrika. Wie krass ist das denn? Ja, kostet jetzt 200 Credits der Aufklärungsscan. Alter Schwede. So, dann gehen wir noch in die Kaserne. Wir haben hier nur kurz... Wir haben sogar 2, die wir umbenennen müssen. Krass. Nehmen wir erstmal den Kao Yincheng. Ja, wie nennen wir den denn? Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich dann doch mal tief im Gedächtnis kramen, wie wir den nennen können. Ja, als Schwerer. Auf jeden Fall. Hervorragend. Gut. Hat jetzt auch 78 Zielsicherheit und 87 Wille. Boah, nicht schlecht.
So, und dann haben wir noch die Hilde Carlsen. Kitty. Ist zwar kein, ist kein YouTuber, aber es fällt mir jetzt erstmal nichts Besseres ein. Dann machen wir einfach Pille draußen, dann passt das. Der McCoy. Tja, war gar nicht so schlecht. Gut, dass jetzt natürlich der Club Automann nicht aufgestiegen ist, ist klar. Der hat seinen ersten Einsatz gehabt. Ich hatte jetzt aber den Kunstfreund gehofft. Naja, machst du nix. Mehr gibt's dann in der nächsten Folge. Da kommt die Fusionslanze. Und der Ratsbericht vermutlich, nehme ich mal an. Ja, Satellit haben wir ja schon alle ausgesandt. Das heißt, wir warten das Ding ab und dann gucken wir, was danach kommt. Wir haben viel Geld, was wir damit machen. Müssen wir mal schauen. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge dann. Bis dann wünsche ich euch noch eine coole Zeit. Macht's gut. Ciao.